So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und ich habe heute ein Thema, das jetzt nicht so angenehm ist, aber es war eigentlich das Thema von meinem, wäre jetzt vom Thema gewesen von meinem zweiten spirituellen, freispirituellen Gottesdienst, den habe ich jetzt am Sonntag nicht abhalten können, weil es war zu spät, ich habe nur noch andere Sachen zu erledigen gehabt. Und deswegen habe ich es ausfallen lassen, weil so ein Gottesdienst fängt man ja immer schon am Vormittag an normalerweise, bis ich es dann hochgeladen habe. Und je wäre erst am Abend dazukommen, und bis es dann hochgeladen wäre. Also kurzum, das hat keinen Sinn gemacht, hat jetzt nicht mehr hinkommen. Deswegen möchte ich das Thema heute besprechen. Es kann jetzt sein, dass ich ein bisschen nuschle, weil ich komme gerade vom Zahnarzt. Das ist jetzt alles noch ein bisschen pelzig. Ich habe gerade eine Zahnbehandlung hinter mir. Ich hoffe, dass ich es jetzt so hinkriege. Ja, es geht um das Thema, das halt doch aktuell schon viele bewegt und es hat mit Hass und Gewalt zu tun. Und es geht um das, dass eine 14-jähriges Mädchen, die Susanna, ermordet worden ist von einem Flüchtling, von dem irakischen Flüchtling anscheinend. Also so sind jetzt mal die Informationen. Ich hoffe, ich gebe alles das jetzt richtig so wieder. Und ja, es ist jetzt halt eine große Aufregung, ja, und viel Wut, viel Zorn, ja. Ich war auch vor kurzem war mit Verwandten beim Essen und große Aufregung über dieses Thema. Und ich habe gedacht, okay, ich sollte es vielleicht schon behandeln und versuche es aber so wenig wie möglich politisch zu behandeln, ja. Und ja, jetzt nochmal. Flüchtlingskrise, Flüchtlingspolitik, wie soll man damit umgehen, wie soll man darauf reagieren und was steckt dahinter, ja. Und es gibt ja die zwei Fraktionen, das sind einmal die Refugee Welcome Befürworter und die andere Seite sind so die Flüchtlingsschimpfer und Hetzer, AfD, die Rechte, und meines Erachtens hat keiner der beiden Seiten recht. Keiner der beiden Seiten sieht das Problem im Gesamten, ja, sondern beide Seiten, ja, beide politische Lager sehen nur alles dogmatisch aus einer Sichtweise, und dabei ist das Problem ja viel komplexer und viel schwieriger und komplizierter. Und es gibt kein Patentrezept, wie man die Flüchtlingskrise bewältigen kann, ja. Jedes Konzept, was man annehmen wird, wird Probleme geben, und es werden immer Leute da sein, die sagen, okay, damit bin ich jetzt nicht einverstanden, da bin ich jetzt nicht zufrieden. Ja. Aber der beste Weg ist ja immer so Mittelweg, wobei kein fauler Kompromiss, sondern ein ausgewogener Mittelweg, ja, wo man alle Aspekte begutachtet und dann mit Herz und Verstand einfach dann entscheidet und Wege einleitet. Ja. Und ich selber habe auch kein Patentrezept und ich kann auch nur sagen, was es an Wege gäbe oder was es an, wie ich das so sehe oder wo, welche Richtung es eigentlich vielleicht gehen könnte. Ja. Also, was ich halt natürlich mich frage, wie kann es sein, dass ein Flüchtling, ja, der Straftaten begeht, ja, dass er immer noch ungeschoren in unserem Land aufhält, während doch eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt, ja, dass jemand, ein Hilfesuchender, ja, der Straftaten begeht, doch eigentlich kein Hilfesuchender ist. Ja. Also wenn ich irgendwo in einem Land aufgenommen werde, ja, dann bin ich da erstmal dankbar. Wenn ich vor Krieg und Verfolgung flüchte, ja, dann begehe ich doch keine Straftaten. Ja. Vergewaltigung etc., dass ich jemanden zusammenschlage oder mich aufführe. Da bin ich nicht hilfesuchend. Also widerspricht es dann wirklich der Humanität, so jemanden dann abzuschieben? Ich stelle mal nur die Frage in den Raum. Ja? Nicht, dass ich jetzt so die Meinung vertrete, aber ich stelle halt mal die kritische Frage, was hat so jemand in unserem Land noch zu suchen? Ja? Wie kann das sein, dass er sich da immer aufhält? Ja? Und ja, und dann passieren solche Sachen. Ja, warum werden auch zum Beispiel nicht bei der Aufnahme von Flüchtlingen Frauen, Kinder präferiert, also und alte und kranke Leute sollte man doch eigentlich aufnehmen, während man doch beim erwachsenen Mann doch wirklich sagen könnte,
Hey, der steht eigentlich doch auf, könnte eigentlich auf eigene Füße stehen, könnte eigentlich zurückgehen und beim Wiederaufbau helfen, beziehungsweise kann ja auch so jemand auch, es ist nur eine Möglichkeit, auch ein Gewehr in die Hand nehmen und zum Beispiel den IS bekämpfen oder sein Land dort unter zu Verteidiger. Ja. Wäre mal so eine Frage. Ja. Also auf jeden Fall sollten laut der Humanität natürlich Frauen und Kinder aufgenommen werden, bin ich voll dafür, ja, und auch alte und gebrechliche, aber junge erwachsene Leute aufnehmen, nicht unbedingt. Also zumindest würde ich es nicht präferieren. Ja. Bist du mal ein Fragesteller, ja. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, auch und die, wo schon hier sind, ja, bei der geringsten Straftat, bei der geringsten kriminellen Tat. Ist meines Erachtens das Asylrecht verwirkt und ja, dann spielt es keinen Grund, so jemanden noch aufzunehmen. Ja. Und das hat mit Rechts nichts zu tun, das sagt man einfach nur der gesunde Menschenverstand. Auf der anderen Seite aber, ja, werden Frauen und Kinder das angeblich so sichere Afghanistan abgeschoben. Macht mir auch gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite, wo die aber sagen, Frauen und Kinder, wo die überhaupt gar nicht abschieben. Warum denn? Ja. Und das wäre zum Beispiel so eine Idee von mir. Ja. Frauen und Kinder, alte, kranke, schwache, ja. Aber die Männer, nee. Nicht aufnehmen. Ja. Und die, was schon hier sind, wenn die auch nur bei der geringsten Straftat raus abschieben. Fertig. Das wäre jetzt mal so ein Weg. Auch kein Patentrezept, wirklich. Aber das wäre so ein Weg. Ja. Das wäre so ein Lösungsansatz, ohne Hass und ohne Wut, ohne dass man sagt, okay, das ist halt so, das muss halt irgendwo, muss man halt einen Kompromiss finden, dass man diese Probleme sinnvoll bewältigen kann. Ja? Und es ist einfach, ja, ich habe da auch gar kein Mitgefühl mit so jemandem, der Straftaten begeht. Ich habe kein Mitgefühl mit Flüchtlingen, die so Macho-Typen, die wo Homosexuelle verachten oder die wo Frauenrechte verachten, ja, die wo Einstellung haben wie tiefstes Mittelalter, ja, wobei man da noch das Mittelalter beleidigt, weil im Mittelalter sind ja nur die Frauen geachtet worden. Bei solchen Leuten, da gibt es ja so Leute darunter, die für die ist Frau nur Hund, Ziege, ja, also nichts wert, ja. Und solche Neandertaler-Hirne, muss ich auch ganz ehrlich sagen, brauchen wir hier nicht, ja. Die sollen dort leben, wo es dieses System gibt, wo sie sich wohlfühlen und es gibt ja genug, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, es gibt den Iran, es gibt Saudi-Arabien, da herrscht Scharia, dann Frauen können die Rechte, da passen die doch hin, da haben sie doch alles. Ja. Also ist wirklich für mich eine Frage einfach, wo mir mein gesunder Menschenverstand stellt und sagt, hey, ja, also wie kann das sein? Ja. Und ja, also das wäre jetzt so ein Ansatz. Ja. Wir brauchen gebildete Leute, wir brauchen intelligente Leute in Deutschland, die sich ruhig verhalten. Die immer gerne. Ja. Leute, die wo Grips im Kopf haben, aber keine Neandertaler-Hirne. Ja. Da haben wir schon genug, sie Neonazis. Ja. Wir haben schon genug Gewalt im eigenen und schon genug Kriminalität. Da braucht man doch nicht noch mehr. Ja. Also wie kann das sein? Ja. Wie kann das sein, dass in einer Schule zum Beispiel ein deutsches Kind, bloß weil es gute Noten hat, was in der Dokumentation gesagt, gemobbt wird von ausländischen Mitschülern? Ja, warum? Der macht doch das Richtige, er macht doch was aus dem Leben, er lernt, ja, und hat gute Noten, da wird er gemobbt. Wie kann das sein, dass jemand, der das Richtige macht, gemobbt wird? Bloß weil das, wie ist das denn begründet worden? Ja, weil es kein richtiger Gangster ist, ja. Weil sie sich nicht verhält wie ein Gangster. Dieses ganze Gangster-Hip-Hop-Getue, dieses blödsinnige Macho-Getue, das ist alles der Teufel. Das ist der Teufel. Auch diese Hip-Hop-Gangster-Musik ist der Teufel meines Erachtens. Weil da geht es nur um Gewalt, Leute abknallen, ja, und umbringen und zusammenschlagen. Ja. Aber wo endet es? Gnascht. Ja. Und dann hat sich es ausgegangstert. Ja. Und das Leben ist ruiniert. Und das Leben von anderen Menschen ist auch ruiniert. Also übrigens auch die ganze Heavy Metal und den ganzen Scheiß, diese ganze aggressive Musik, das ist alles der letzte Dreck, das sinkt alles nur das Bewusstsein der Menschen. Ja, okay, jetzt schweife ein bisschen vom Thema ab. Aber das ist so das, was ich dazu sage. Und
Ich bin für sinnvolle Lösungen mit Herz und Verstand, ja, dass man da rangeht ohne Hetze, ohne Wut und ohne Hass und dass man auch diesen radikalen Forderungen von den Rechtsradikalen auch Einhalt gebietet, ja, die wohl sagen, alle raus und was weiß ich, ja, und sich da sinnlos in einer Wut reinsteigen und das bringt überhaupt nichts, ja, sondern das sind einfach Probleme, die gelöst werden müssen, ja. Übrigens ist das Mädchen auch, die Susanna, eine Jüdin gewesen. Also es ist ja auch noch Antisemitismus im Spiel. Ja, das geht auch gar nicht, Antisemitismus. Ja, hat in unserem Land nichts zu verloren. Ja, also unding für mich, meine Augen, dass so jemand in unserem Land sich aufhält. Ja, aber übrigens auch, da nehme ich Neonazis auch nicht aus. Also ich wäre auch dafür, dass man wieder Leute verbannt. Also als Strafe, dass man jemand sagt, hey, raus, auch die Neonazis, dass man die verbannt. Sagt, hey, du hast in unserer freiheitlichen Gesellschaft, wenn du irgendein Problem hast mit dem, wie es ist, ja, raus, ja. Und ich sage ja auch, es sollen ja Flüchtlinge aufgenommen werden. Wie gesagt, die Frauen, die Kinder, ja, die Alten und die Schwachen die sollten auf jeden Fall auch hier bleiben. Und wer damit ein Problem hat, der gehört genauso raus, ja, sprich Neonazis und Rechte. Also ich sehe das von zwei Seiten, ja, versteht es mir richtig. Ja, und irgendwo muss man sich halt in der Mitte treffen. Und es darf kein fauler Kompromiss sein, sondern ausgewogener Kompromiss. Ja. Und es ist einfach schon so viel Wut und so viel Hass und so viel Hetzerei und so. Und es ist unmöglich. Und wenn das so weitergeht, dann, wenn die Leute nicht endlich zur Vernunft kommen, dann gibt es wirklich einen Bürgerkrieg. Und davor sollte man wirklich Angst haben. Ja. Gut, das war es eigentlich soweit, das Thema. Und ich möchte euch nochmal, das hatte ich jetzt auch vorgehabt bei dem Gottesdienst, was ihr am Sonntag vorgehabt habt. Ich mache es jetzt trotzdem, ich lese das jetzt mal vor. Das ist jetzt aus dem, die Lehren Buddhas. Nur die Liebe besiegt Hass. Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Lebe mit solchen Gedanken und du lebst in Hass. Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Gib solchen Gedanken nach, auf und lebe in Liebe. In dieser Welt hat Hass noch niemals den Hass vertrieben. Nur Liebe besiegt den Hass. Dies ist das Gesetz, alt und unverbrüchlich. Und du wirst einmal sterben. Weißt du dies? Wie kannst du da noch streiten? Das ist aus dem Dhammapada. Ja. Und auch mein Appell, dass sie die zwischenmenschlichen Probleme, die wir haben, mit Herz und Verstand lösen. Und damit beende ich das Video. Teilt das Video, abonniert meinen Kanal und ich wünsche alle eine wunderschöne Woche und bis bald.